Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Call of the Cthulhu. Und wir sind hier in dieser Bar und genau, ich bin einfach weggegangen. What can I get you? So, wir sind ja das letzte Mal einfach weggegangen, weil ich dann los musste. Und auch jetzt habe ich wieder nur logischerweise circa 20 Minuten Zeit. Wie immer halt eben. Und dann schauen wir einmal einen Drink bestellen gehen. Das machen wir jetzt nicht. Mehr über Darkwater erfahren. Das Alkoholverbot ist schon grün, das hatten wir schon. Also erfahren wir mal mehr über Darkwater. Warum zum gestrandeten Wal? Das hatten wir schon. Mehr über Sarah Hawkins erfahren. What can you tell me about it? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Na, sie reden nicht schlecht, wenn es wahr ist. Klar, natürlich. Her vision. Was it so terrible? The way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Okay, und wo kann ich sie sehen? I've got what I need. Anything else? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins Warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Bestell mir mal einen Drink. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. Kommt ja gar nichts raus. I think we'll get along well. Okay. Schicksal verändert? Habe ich da gerade gesehen? okay. Guck mal, das hier ist immer noch grün. Schauen wir mal. What can you tell me about her? We all knew she was famous then. Nee, ist nichts Neues gekommen. I've got what I need. Any... That'll be all for now. War das vielleicht doch nicht so gut, dass wir einen Drink genossen haben? Dass ich jetzt mein Schicksal geändert habe? Das klingt jetzt irgendwie komisch. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen oben. Da war die Tür, oder? Ja, da sind wir reingekommen. Was haben wir Charles denn hier? Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Okay. Das war wohl der Hafen. Zur goldenen Zeit. Was haben wir denn hier? The miraculous catch. Apparently... The most significant event of the last 80 years. The Chanty, 21. Mai 1847. Wundersamer Fang,
Skylla kehrt in den Hafen zurück und rettet Darkwater vor der Hungersnot. Wir hatten die Hoffnung bereits aufgegeben. Die Besatzung der Skylla oder das, was von ihr übrig blieb, kehrte am Dienstagnachmittag in den Hafen von Darkwater zurück. Die Bewohner versammelten sich sofort am Hafen, um das letzte Walfängerschiff der Insel willkommen zu heißen. Und sie waren erstaunt beim Anblick des unglaublichen Fangs an Bord des Schiffs. Der Walfisch wird schon jetzt wundersamer Fang genannt. Mit einer Größe, die selbst die mächtigen Zahnwale übertrifft, bedeckte der Walfisch das gesamte Deck und hing teils darüber hinweg. Die überlebenden Seeleute erzählten eine furchterregende Geschichte von ihrem gefährlichen Fang, aber auch vom Fleisch, seiner unbeschreiblichen Qualität und seiner Nahrhaftigkeit. Es besteht kein Zweifel, dass der Wal mit seiner gewaltigen Größe viele Bewohner von Darkwater ernähren kann und so die Hungersnot beendet, unter der die Insel seit längerem litt. Lagerhaus zu vermieten. Mr. Marx vermietet sein Lagerhaus ab Juni für die Fischerei, Werkstatt oder Lagernutzung. Sie können ihn über ihre Lieblingszeitung erreichen oder ihn am Hafen antreffen. Festlichkeiten im gestrandeten Wal. Anlässlich der Rückkehr der mutigen Walfänger lädt die Schenke zum gestrandeten Wal zu einer außergewöhnlichen Gratisverkostung ein. Bringen Sie Familie und Freunde mit und kosten Sie den wundersamen Fang. Jeder bekommt eine Flasche Wal dran, zögern Sie also nicht. Okay, den ging es da dann wohl richtig gut. Ich kann das Ding drehen. Haben wir sonst noch irgendetwas? Was mit ihm hier? Leibertop oder Iob. Hmm. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations. Gifted with its own consciousness. Until it finds a new reader. Bitte was? Was hat denn der überhaupt am Arm? Ah, that's it. Okay. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Hmm. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Mm-hmm. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. One of the miraculous catch. Exactly. Okay. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. So, dann schauen wir uns hier doch auch noch ein bisschen um. Die qualmt da irgendwie so komisch, als müsste ich mit ihr reden. Na gut, dann reden wir mal mit ihr. What you looking at, stranger? Geheimnisvolle Frau. Die dringt alle unter den Tisch. Was meint eine Frau wie sie an so einem Ort? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Okay. I told you to beat it. Na gut, dann lassen wir es erstmal. Hinten können wir auch rein? Nee, können wir nicht.
Okay, mit dem haben wir ja geredet. Das heißt, hier drin sind wir eigentlich durch. Okay, schauen wir mal. Da können wir noch rein. Also da müssen wir sowieso mit Fitzroy sprechen. Und ansonsten können wir eigentlich nirgends hin. Harbor Master, City of Darkwater. Oder Harbor Master, wie auch immer. Gibt es noch etwas hier hinten? Scheinbar nicht. Man kann auch von hier aus rein. So, schauen wir uns erstmal um. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Informationen, die uns vielleicht noch weiterhelfen, um irgendetwas zu fragen. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman Cat. Kapitän, die Abmachung ist klar. Halt deine Leute im Zaum. Du kannst es dir nicht leisten, uns zu provozieren. Du musst nicht antworten. Überbringe einfach deine Zahlung. Cat. Okay. Ein Drohbrief. Da können wir klingeln. Mach mal gleich, wenn wir alles durchgesucht haben. Hier haben wir noch etwas. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Haben wir schon lange nichts mehr geangelt, die Leute. Oh. Atoi toi. Könnte auch mal wieder geputzt werden. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. Okay. Was soll alles, haben wir angefangen wurden? It finished up beached at the entrance to the harbor. Als ob so eine Fregatte irgendwie... Na gut, eine Fregatte kann eigentlich schon einiges an Gewicht mitschleppen. Nehme ich zumindest mal an. Hier geht's hoch. Da haben wir noch etwas. The Learning of Medicine. Dieser zweite Band lehrt Ethik und bewährt Verfahren für medizinisches Personal. Volume 2. Aber wir können hier nichts machen. Fortschritt. Einführung in die Medizinkunde Band 2. Ach, das ist jetzt höher gegangen dadurch. Um 2% oder sowas. Okay, interessant. Also hat es einen Vorteil, wenn man sich umguckt und gewisse Bücher liest oder sowas. Also fast wie bei Skyrim, dass man dann Glück hat, dass man dadurch irgendwelche Fähigkeiten verbessert. This man and Fitzroy could be twins. Okay. Auf diesem Foto posiert ein Mann, der Kapitän Fitzroy ähnlich sieht, auf der Brücke eines Schiffs. Er hat ein Holzbein. Da ist nichts drin? Nö. Wir waren nicht dran. So. So. What a macabre souvenir. Okay. Das ist ein Holzbein. Wahrscheinlich von seinem Bruder. Würde ich jetzt mal so rein interpretieren. Wenn das so aussah wie Fitzroy, dann ist es bestimmt sein Zwillingsbruder oder sowas und das hat's Andenken, weil er gestorben ist. Da geht's auch noch hoch, aber okay. Wir klingeln jetzt mal. Broken. This place seems half abandoned. Na gut. So, hier waren wir auch nicht dran. Alles klar. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. On sein Deck? Sind wir auf dem Schiff? These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Ist vieles durchgestrichen, ja. Mehr kann man da echt nicht erkennen. Nur noch wenige Daten sind lesbar. 1890, 1907 und ein Teil eines anderen Datums. Der Rest des Dokuments wurde geschwärzt. Warum würde jemand diese Information verbergen wollen? Hey, bleibst du hier? Macht er.
Achso, jetzt kann ich mit ihm reden, okay. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hardworking lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Antwort freischalten. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of shipowners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder. Oh, mehr ging dann jetzt nicht mehr. Scheiße, da hätte ich doch... Ich habe gedacht, ich könnte alles abfragen. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office. But I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that. But she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Okay. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Indeed, you're right. Okay. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Okay. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailors' return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Das haben wir schon gelesen. I was looking at your photograph, the one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? Oh. John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Okay. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Okay.
Ermittlung Profi. Und was ist das hier? Antwort freigeschaltet. It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Can you tell me where the warehouse is again? Ich probiere es jetzt einfach nochmal, falls ich jetzt noch eine andere Frage stellen kann. Guard duty out front. Wer steht denn da? You can't miss it. Understood. Nee, kann jetzt nichts mehr aussehen. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Ein Charakterpunkt erhalten. Boah, hier ist echt viel zu lesen und so. Wir haben ja 2 verfügbare Charakterpunkte. Da machen wir jetzt erstmal noch nichts. So, Alter 55, Besitzer der Bar zum gestrandeten Wal. Roy Mitchell betreibt die einzige Bar auf Darkwater. Das Alkoholverbot wird in seinem Lokal zum gestrandeten Wal gepflegt, ignoriert. Und Matrosen suchen Trost in Mitchells Whisky. Deshalb kennt dieser Mann besser als jeder andere die Geheimnisse und Gerüchte, die die Einwohner der Insel nach ein paar Gläsern ausplaudern. Mitchell hat sich ausgiebig dem goldenen Zeitalter des Walfangs gewidmet, wie man an den zahlreichen Trophäen in seiner Bar erkennen kann. Er spricht mit Freude über dieses Thema, wäre aber weitaus weniger auskunftsfreudig, würde man sich nach seinen Alkoholquellen erkundigen. Alter 45, James Fitzroy, Kapitän. James Fitzroy ist der Kapitän der Charybdis, dem einzigen Schiff zwischen Darkwater und Boston. Er befindet sich meist im Büro des Hafenmeisters, wo ihm nichts entgeht, was auf der Insel vor sich geht. Der Einwohner von Darkwater respektiert ihn, die Schmuggler verachten ihn. Er bot mir Hilfe bei meiner Ermittlung an. Zum gestrandeten Wal. Eine Bar, in der Alkohol in völliger Straffreiheit serviert wird, ist das Letzte, was ich auf dieser Insel erwartet hätte. Zum gestrandeten Wal heißt die Schenke, die mit eiserner Hand vom Besitzer, einen gewissen Mitchell, geleitet wird. Er duldet keine Unruhestifter und schützt hartnäckig die Identität seines Lieferanten. Alle Bewohner der Gegend treffen sich hier und es scheint sogar eine Art Waffenstillstand zwischen den Schmugglern und den Seeleuten zu geben. Das Alkohol kriegt er bestimmt von den Schmugglern. Wundersamer Fang. Die Bewohner bezeichnen den letzten Fang ihrer Walfänger als den wundersamen Fang. Obwohl 1847 die Wale bereits aus dem Gebiet der Walfänger von Darkwater verschwunden waren, machte die Besatzung der Skiller einen gewaltigen und monströsen Fang, der die Insel vor der Hungersnot bewahrte. Sie feiern diesen Fang noch immer und der Zeitungsausschnitt hängt auch immer in der Bar. Es ist seltsam, dass die Erinnerung so lebendig ist, als würden sie von den Überlebenden aufrechterhalten werden. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. So, das haben wir alles gesehen und gelesen. Dann haben wir hier jetzt eigentlich alles. Wir dürfen uns das Holzbein nochmal angucken. Mal schauen, ob er da jetzt was Neues noch sagt. What a macabre souvenir. Nee, okay. Dann würde ich einfach sagen, wir sind fertig. Wir sind leider schon über die 20 Minuten. 10 Minuten muss ich auch wieder los auf die Arbeit. Es ist viel Ermittlung, das heißt also auch viel Information, viel Lesen und Zuhören. Tut mir echt leid. Aber ich nehme an, je tiefer wir ins Spiel kommen, desto weniger müssen wir reden und eher überleben. Und da werden wir schon sehen, wie das hier dann vonstatten geht und weitergeht. Das wird. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Und ob es so gruselig wird oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich kenne die Geschichte, wie gesagt, nicht. Ich habe vorher noch kein Spiel hier gespielt von Call of Cthulhu. Hier vorher gab es ja schon mal ein PC-Spiel, das ist aber schon viel älter. Aber auch das kenne ich nicht. Also abwarten, was passiert. Die Geschichte von Lovecraft kenne ich auch nicht. Lovecraft als Schriftsteller kenne ich auch nicht. Ich bin echt mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder sowas. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren was schreiben, wenn ihr wollt. Und ja, aber keine Infos über das Spiel. Also nichts spoilern. Okay. Viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Das war Call of the Cthulhu mit mir von Nerd Gameplays als Hobby. Viel Spaß noch und auf Wiedersehen und tschüss.